Mencerna Polishing Compounds. Hi, ich bin Chris von Mencerna und heute zeige ich euch, wie wir aus einer J-Cut-Fläche einen Kratzer auspolieren. Dazu benutzen wir unsere neue Premium PowerCut 200. Los geht's! Hier sehen wir eine typische Beschädigung auf einer J-Cut-Oberfläche. Ein paar Kratzer und Schrammen, die ziemlich tief sind. Bei tieferen Kratzern oder Reparaturstellen muss die Stelle vorgeschliffen werden. Ich verwende hier je nach Situation stufenweise P400 bis P800 mit einem Exzenterschleifer. Bei mittleren oder leichteren Defekten ist ein Vorschleifen oft nicht nötig. Nun ist die Oberfläche bereit, poliert zu werden. Zunächst gebe ich etwa 12 bis 15 Gramm der Premium PowerCut 200 auf das Lammfell, was sich für dieses Material ideal eignet. Ich verwende hier das kraterförmige Lammfell von Mencerna, da dieses perfekt auf die Politur abgestimmt ist. Zu Beginn fahre ich mit einer niedrigen Drehzahl, um das Produkt zu verteilen und in das Lammfell einzuarbeiten. Nach etwa 10 Sekunden wird die Drehzahl erhöht. Die Politur wird so lange gefahren, bis ein durchsichtiger Film entstanden ist. Daran erkennt man, dass sie aufgebraucht ist. Besonders gut geeignet sind die Polituren das Vorgehen für die großflächige Bearbeitung bei starken Gebrauchsspuren, starker Verkreidung oder Vergilbung und Reparaturstellen. Ein bei diesem Vorgehen typischer Fehler ist die Überhitzung der Oberfläche. Dies kann passieren, wenn man die Maschine zu stark verkantet, zu viel Druck ausübt oder nicht genügend Polierpaste verwendet. Um dies zu vermeiden, eine ausreichende Menge Politur verwenden und die Temperatur kontrollieren. Nach dem Polieren die Reste mit einem Mencerna Mikrofasertuch abwischen. Wie man sieht, gibt es mit dieser Politur und dem korrekten Pad kaum Rückstände auf der J-Cut-Fläche. Die Fläche ist nun fertig poliert und sieht hervorragend aus. Bei dunklen Flächen kann noch mit einem Finish-Produkt nachgearbeitet werden. Hier wäre das Mencerna Super Finish 3500 ideal. Nach dem Polieren die Reste mit einem Mencerna Mikrofasertuch abwischen. Die Kratzer sind nun beseitigt und die Fläche glänzt wieder wie neu. Um die Oberfläche zu schützen, kann optional die Mencerna J-Cut Premium Protection aufgetragen werden. Zusammenfassend sind die Vorteile dieser Methode, dass man große Flächen zügig und effizient bearbeiten kann, die Oberfläche ist wieder glänzend und die Defekte beseitigt. Hier nochmal die verwendeten Materialien. Der empfohlene Polierprozess noch einmal im Überblick. Danke für euer Interesse. Für mehr Videos rund ums Polieren folgt unserem Mencerna-Kanal. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Polieren. Mencerna Polishing Compounds. Perfection in Polishing.